2, 1, hello! Ein Schunkler gemeinsam und dann geht's hier auf der Bühne los. Bitte schön. Da muss ich sagen, es ist beeindruckend, was der Oberhausener Karneval so früh zu Beginn der Session auf die Beine stellt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich glaube, alle Gesellschaften sind komplett erschienen. So viele Leute hier. Dafür erstmal einen Riesenapplaus und ein Dankeschön an euch alle. Allen Aktiven, die mit angepackt haben, die die Session vorbereitet haben. Besonders aber danken möchte ich meinen Freunden im Präsidium des Hauptausschusses, die mich im Vorfeld wirklich sehr, sehr tatkräftig unterstützt haben. Dankeschön euch allen. Wenn wir hier die stolze, die große Zahl aller Karnevalsfans und aller Karnevalsfreunde Oberhausens so bewundern, dann gehört natürlich auch dazu, dass in allen Gesellschaften immer wieder rege sich um den Nachwuchs bemüht wird. Und die Nachwuchspflege zeigt sich natürlich vor allen Dingen in unseren Tanzgarden. Da gibt es engagierte Trainerinnen, engagierte Betreuer und vor allen Dingen auch viele, viele Eltern, die sich nicht zu schade sind, ihre Kinder zum Training zu begleiten oder auch zu den Auftritten. Und das Produkt dieses Einsatzes und dieses Fleißes können wir seit einiger Zeit regelmäßig hier in Oberhausen auf den Bühnen bewundern und bestaunen, denn das ist der Gemeinschaftstanz der Oberhausener Kindergarten. Wenn der Gemeinschaftstanz der Garden schon ein Aushängeschild ist für unsere Stadt und für den Karneval hier in Oberhausen, dann ist es erst recht diese Besonderheit, die seit einigen Jahren sich in Oberhausen etabliert hat. Thank you.
Vorsitzende und wer auch immer hier mitgewirkt hat. Ich kann euch nur sagen, eine ganz tolle Leistung. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Nachwuchsarbeit. Und was daraus entsteht, das haben wir hier heute wieder bewundern dürfen. Allen Mädchen ein ganz großes Kompliment und ein riesen Dankeschön und nochmal einen ganz tollen Applaus an euch. Von den Stärkrader Raben zuständig Gabi Kusenberg. Von der ersten KGK Vanessa Enders. Von der Karnevalsgesellschaft Harmonie Christine Greka. Von der GOK Maria Breyer. Wie schon vom Präsidenten gesagt, wir freuen uns und begrüßen euch recht herzlich als Offizierskorps der KG Blaue Funken. Wir haben natürlich... Dankeschön. Wie man hört, wir haben eine eigene Fangruppe da hinten irgendwo. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr da seid und wir haben natürlich gedacht, dass ihr heute gekommen seid. Dafür haben wir einen schönen Gruß vorbereitet und den möchte ich mal ganz kurz vorweisen. Offiziere, richtet euch mal ein bisschen nach rechts. Ja, ist nicht so recht, ne? Irgendwie geht mir dazu durcheinander jetzt, aber ne? Leute, rechts ausrichten. Gardeachtung. So, wir wollen mal gucken, wir haben ja geübt, mal zu grüßen, karnevalistisch vernünftig zu grüßen. Unser lieben Publikum, nochmal, karnevalistisch, bitte grüßen. Ich habe mir gedacht, du kannst dir nicht aussuchen, du kriegst wie Namens in der Garde, ne? Aber Grüße. Also wir wollen noch ein bisschen. Hey, also, Freunde, das geht doch einen Schritt zu weit, wir sind
Offiziere, bitte zurück in dein Glied, wie man immer so schön sagt. Ne? Also, karnevalistisch grüßen heißt, die Hacken zusammen, die rechte Hand an die linke Stirn, mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. Hast du zugehört da? Oder was ist los? Ja, ich habe gerade erklärt hier. Wie, na, also, ja, da Achtung. Ja, das klappt wenigstens. Da bin ich stolz auf euch. Auf Achtung, klappt. Möchte ich nochmal hören. Da, Achtung. War das was? Ja. Ja, ne? Guck mal, 10 Applaus. Und nicht die Fangruppe diesmal. Und fertig machen zum Grüßen. Gerade grüßen. Ja. Bitte. Lächeln, ne? Perfekt. Und ab. So, ich sag mal, stellt euch mal langsam auf zum Tanzen, weil wir wollen doch heute tanzen. Oder haben wir was anderes vor? Ne, ne? Wir sind alle zum Tanzen gekommen. Machen wir auch. Und zwar haben wir da so einen schönen Tanz gefunden, der heißt Doppeladler. Unser lieber Freund Heino, den wir ja alle kennen, der hat viele Märsche gesungen. Einer davon heißt Doppeladler und wir werden versuchen, den heute zu präsentieren. Unser Highlight dabei ist, wir fangen zusammen an und hören zusammen auf. Wichtig zu beachten, in der Regel klappt es immer. Und wir wollen also heute mal versuchen, ich sage erst nochmal Achtung. Ah, guck. Egal. Wir zählen nochmal durch, bitte. In zwei Gruppen. Eins, zwei. Das war eigentlich auch nur Schau, weil die wissen gleich schon nicht mehr, wer eins und zwei war. Ist egal. Wir versuchen noch jeden Fall. Wenn es dann den ganzen Tag auf Nachricht strömen ließ und dir den Tag vermies und du am Ende bist, ja, dann darfst du nicht verzweifeln, es gibt auf der Welt etwas, das jeden aufrecht hält. In zwei Gruppen abzählen. Eins, zwei. Ja, liebe Freunde, liebe Karnevalsfreunde, für euch heute die KG Blaufunken mit ihren alten Kameraden und wir hoffen, dass es euch gefällt. Musik abmachen zum Tanz. Säbel raus! Freunde, heute wird's eine lange Nacht, weil wir alte Kameraden sind. Freunde, heute wird einer drauf gemacht, weil wir immer beieinander stehen. Kommen Sie von nah und fern, unsere alten Kameraden her. Hoch sollen sie leben, fein sagt der Regen. Die, die harzen, ich grüß die Gelben, grüß die Grünen, grüß die Zwerge, grüß die Hühnen. Ab heute seid ihr alle gleich in meinem Jecken Narrenreich. Ich grüß die Armen, grüß die Reichen, grüß die Braunen, grüß die Bleichen, grüß die Harten, grüß die Weichen. Die, die leben und die Leichen. Grüß die Falschen, grüß die Echten. Grüß die Guten, nicht die Schlechten. Grüß die Rentner und die Baden. Grüß die Griechen und unsere Euromilliarden. Ich grüß euch all, ob groß, ob klein. Ihr sollt heute meine Gäste sein. Kaum aus dem Sommerschlaf erwacht, hab ich als erstes mir gedacht, geh ich einmal zum Rathaus hin und staun, nur neue Leute drin. Bekomme einen Riesenschreck, der Bürgermeister, der ist weg. Wo einst der Wähling hat getanzt, ein Jüngling durch die Gänge schranzt.
Dresden und von der CDU und hält es wie ein Känguru. Mit leerem Beutel große Sprünge machen, da hat er bald nichts mehr zu lachen. Denn die Erwartungen, die sind groß. Doch ohne Moos, da ist nichts. Guten Abend zusammen, wir sind das Kinderprinzpaar der Stadt Oberhausen in der Session 15-16. Und jetzt erzählen wir etwas über uns. Ich bin die Chantal, bin 13 Jahre alt, gehe auf das Bertha von Suttner Gymnasium und tanze schon 7 Jahre bei der KG Waggerschei und freue mich mit euch und dem Stadtprinzen und dem Dreigeschirr auf eine spitzenmäßige Session. Ich bin der Silbermann, 13 Jahre alt, gehe auf die Gesamtschule Weiherheide, spiele Fußball bei Knickauf Stärkhalle, tanze seit Jahresanfang bei der KG Waggerschei und freue mit euch, freue mich auf eine spitzenmäßige Session mit euch. Ja, Peter, der schon von uns als Stadtprinz gestellt wurde, aber wir haben das ganz, ganz große Glück, dass die Gesellschaft natürlich wie viele andere oder wie alle Karnevalsgesellschaften hilfsbereit ist, aufgeschlossen diesen Dingen gegenüber ist. Wir einen sehr starken Elberrat haben, der uns da trägt und natürlich auch der gesamte Vorstand, die gesamten Mitglieder sofort dafür waren, dass wir es zweimal hintereinander machen und an dieser Stelle schon mal recht herzlichen Dank dafür. Ja, nun ist es soweit, dass wir anfangen, viel in meinem Team die Stunden rückwärts zu zählen, bis es dann Samstag endlich losgeht. Wir haben die große Freude gehabt, auf vielen Sommerfesten sein zu dürfen. Wir sind überall super nett und freundlich aufgenommen worden. Ja, immer mal wieder tolle Überraschungen aus dem Hut gezaubert. Und insofern ist natürlich auch bei allen Aktiven, bei allen Karnevalisten große Erwartung auf den kommenden Samstag. Wir wollen das noch ein bisschen hier anstacheln, ist ja ganz klar. Ich sage auch erstmal Dankeschön, vor allen Dingen auch an diese tolle Garde, dass ihr heute so zahlreich, so, ich würde mal fast schätzen, komplett hier aufgetreten seid, zu uns gekommen seid. Natürlich, bleibt fit, vergesst beim Zählen nicht, dass ihr auch mal ein bisschen noch schlafen müsst, damit ihr durchhaltet. Und ansonsten, ganz sicher, sagt sich einfach glatt, dann wird es höchste Zeit, dass du mal was bewegst und mit deinen Freunden um die Häuser. Man durfte hier im Verein in Oberhausen die Mitarbeiter ein Sommerfest machen. Wir haben Tanz in den Mai, Tanz aus dem Mai, wir haben Rutschmeisterschaften, wir haben Halloween. Das heißt, eigentlich sind wir ja schon richtig schön unterwegs gewesen. Aber wenn man dann so langsam hier am Friedensplatz steht und auf so eine wunderbare Kulisse schaut, dann ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Und heute haben wir ganz, ganz viele Fragen schon gestellt. Mich, bist du schon nervös? Bist du schon nervös? Und wenn ich ehrlich bin, ja, so langsam wird man ein bisschen nervös. Denn es ist ja so, wir müssen ja noch ein bisschen länger warten. Wir werden erst am 27. dann gekürt und dürfen dem Thomas erst so ein bisschen zuschauen, wie er dann in vollem Ornat durch die Seele zieht. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Aber es ist schon ganz was Tolles, euch hier so toll zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute so ein paar Bilder gesehen, heute Morgen von Köln. Da waren alle Leute eng an eng gedrückt und hier ist nichts anderes. Thank you.
das jeder hat. Wenn man irgendwann am Strand der Ruhe schon spielte, am Rhein-Herne-Kanal, sich zum ersten Mal verliebte. Schön, schon angezündet, schon angezündet, dass wir uns einstellen. Im Kohlenkopf bin ich zu Hause. Meine Kohlenkopf-Party geht keiner nach Hause. Und zwar bitte ich jetzt einmal, alle die Hände nach oben zu nehmen. Ja, jetzt einmal im Takt. So, und jetzt setzt mal ein. Aber scheiß drauf, Karneval ist einmal im Jahr. Und hier. Sehr schön. Schalala. Und nochmal. Aber scheiß drauf. Karneval ist einmal im Jahr. Und hier nochmal. Ole, ole. Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und Tag.